Auf Platz 5 der häufigsten Sommermythen. Dunkle Autos heizen sich in der prallen Sonne stärker auf als helle. Stimmt doch, oder? Na, wenn das kein Mythos ist, was meinen denn die Autofahrer? Dunkle heizen sich schnell auf. Schwarz? Ich würde sagen, die schwarze Farbe. Warum könnte das so sein? Auch schwarze Sachen? Weil schwitzt man ja auch eher drin. Weil schwarz das Licht aufnimmt und weiß es abstößt. Das hat eigentlich auch mit der Natur zu tun von den Eisbären her. Die sind ja eigentlich unter dem weißen Fell, sind die ja eigentlich auch schwarzhäutig. Und ich denke mal, dass das eigentlich daran liegen könnte. Was? Eisbären? Bei Autos jedenfalls spielt die Hautfarbe keine Rolle. Der Unterschied zwischen hell und dunkel ist nur gering. Entscheidend ist die Größe der Fensterscheiben, denn durch sie dringen die Sonnenstrahlen ein und mit ihnen die Hitze. Wer sein Auto effektiv vor Hitze schützen möchte, sollte sich so eine Sonnenschutzfolie hinter die Frontscheibe klemmen. Die Sonnenstrahlen werden reflektiert und können den Innenraum nicht aufheizen. Die Folie gibt's schon für 3 Euro und kostet damit nicht mehr als ein großes Eis, bringt aber deutlich mehr Abkühlung. Mhm. Auf Platz 4 der Sommermythen. Das ist der Horror. Das Auto steht stundenlang in der prallen Sonne und drinnen herrschen Temperaturen wie in der Sauna. Wie kriegt man das Auto jetzt am schnellsten wieder kühl? Ganz klar, Türen und Fenster zu und die Klimaanlage auf volle Pulle. Klimaanlage an und Fenster zu, ist das die richtige Methode? Was tun Sie, damit sich das Auto möglichst schnell wieder abkühlt? Fenster auf. Fenster auf. Öffnen. Alles, was aufgeht, auf. Wenn man Klimaanlage hat, lässt man Fenster eigentlich sowieso zu. Dann macht man eigentlich nur die Klimaanlage an. Am Anfang Fenster auf und dann später Fenster zu. Richtig ist, erstmal alle Türen aufmachen und lüften. Nach dem Start die Klimaanlage auf niedrigste Temperatur stellen, das Gebläse auf die höchste Stufe drehen. Aber dabei alle Fenster öffnen. Für ungefähr 3 Minuten. Dann Fenster zu und das Gebläse auf Umluft stellen. So kühlt die Luft im Innenraum noch schneller runter. Nach 5 Minuten Umluft wieder aus und schon sollten angenehme Temperaturen herrschen. Doch manchmal kommt mit der Kälte auch ein übler Geruch rein. Puh, riecht das komisch im Auto? Dann sind daran meist Bakterien schuld, die sich an dem Wärmetauscher der Klimaanlage gebildet haben. Hier hilft es, wenn die Klimaanlage 5 bis 10 Minuten vor Fahrtende abgeschaltet wird. Der Fahrtwind trocknet die Oberfläche des Wärmetauschers und Bakterien haben keine Chance. Platz 3 der häufigsten Irrtümer im Sommer. Auch in der warmen Jahreszeit muss die Scheibenwischanlage regelmäßig kontrolliert und aufgefüllt werden. Im Sommer kann ich doch auch Leitungswasser nehmen. Schließlich kann ja bei hohen Temperaturen nichts einfrieren. Oder? Ja, ich nehme normales Wasser. Also ich habe da kein Scheibenzeug drin da jetzt. Sagen wir mal so, destilliertes Wasser. Wir haben immer eigentlich was drin. Wird ja auch die Scheibe besser gereinigt dadurch. Ich mache halt immer den Sommerzusatz rein. Gibt der Sommerzusatz und das Winterzusatz. Ja, was denn nun? Reicht pures Leitungswasser? Ja oder nee? Auf Dauer ist Leitungswasser nicht optimal, denn es reinigt nicht richtig, schmiert und gibt Streifen. Wird dagegen Reinigungsmittel zugesetzt, lösen sich Schmutz und Schmiere viel einfacher und es gibt keine Schlieren. Außerdem verhindert das Reinigungsmittel, dass sich Bakterien im warmen Wasser vermehren, vor allem die gefährlichen Legionellen. Platz 2 der Sommermythen. Im Sommer sollte man immer mit etwas geringerem Reifendruck fahren. Klingt erstmal logisch. Schließlich dehnt sich Luft bei hohen Temperaturen aus. Der Reifendruck steigt, je länger die Sonne auf das Rad scheint. Korrigieren Sie den Reifenfülldruck im Sommer? Das ist abhängig von der Last oder wie das Auto beladen ist. Macht mein Mann alles, keine Ahnung. Ja, ein bisschen runtergehen, ne, damit die Fläche ein bisschen größer wird. Oh, da bin ich jetzt überfragt. Schon Temperaturunterschiede von 10 Grad beeinflussen den Reifendruck. Kommen dann noch hohe Beladung und schnelle Fahrten hinzu, erhitzen sich die Reifen sehr schnell. Deshalb gibt es im Sommer mehr Reifenpannen als im Winter. Und deshalb regelmäßig den Reifendruck kontrollieren, an die Beladung anpassen und niemals an die Temperatur. Und Platz 1 der Sommermythen. Winterreifen verschleißen im Sommer schneller. Stimmt doch, oder? Ich habe noch nie von gehört. Nee. Die Winterreifen fahren sich im Sommer auf jeden Fall schneller ab, weil die Gummimischung weicher ist. Ja, auf jeden Fall. Glaube ich auch, dass das so ist. Wir fahren
keine Winterreifen im Sommer. Da sind sich doch alle einig. Trotzdem fahren viele Wechselmuffel im Sommer noch auf Winterreifen. Dabei kann das am Ende richtig teuer werden. Die weichere Gummimischung der Winterreifen ist nicht auf hohe Temperaturen ausgelegt. Der Abrieb ist höher, der Reifen verschleißt schneller und auch der Spritverbrauch steigt. Wer auf die richtigen Tipps achtet, bleibt auch im Sommer als Autofahrer immer schön cool.